Darf ich vorstellen, sie ist endlich da. Die neue Partybox Encore von JBL. Die kleinste und kompakteste Partybox des aktuellen Lineups vereint diverse Features der anderen Partyboxen und auch klanglich ist hier einiges am Start. Was euch zu einem Kurs von 350 Euro genau erwartet und wo sie klanglich einzuordnen ist, das hören wir uns gleich an. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Marc und heute hauen wir den Lautstärkeregler mal wieder auf Anschlag. Nicht, dass man dafür einen speziellen Grund bräuchte, aber den haben wir heute, denn die neue JBL Partybox Encore ist ab jetzt offiziell in Deutschland erhältlich und daher heißen wir sie nun herzlich willkommen in der M1M-Familie. Wenn euch meine Videos gefallen, dann lasst doch gerne etwas Liebe und Support in Form eines Abos da. Das ist sie nun also, JBLs Antwort auf den Wunsch nach kompakter Partybeschallung. Der kleine Würfel bringt 6,3 Kilo auf die Waage und präsentiert das fast schon legendäre Partybox-Design. Gefühlt haben sich die Produktdesigner hier von allen Partyboxen etwas gegriffen und daraus die neue Encore gemacht. Fehlen darf natürlich auch die LED-Lichtshow nicht. Die typische JBL-Treiberbeleuchtung mit verschiedenen Effekten wurde durch seitliche LED-Streifen ergänzt, die wir so aus der Partybox 710 kennen. Abgerundet wird das im oberen Bereich mit einem Stroboskopblitzer, der zusammen mit der restlichen Beleuchtung im Takt der Musik angesteuert wird. Wer keinen Bock drauf hat, kann wie gehabt auch alles ausschalten. Ansonsten ist das Gehäuse bekanntermaßen komplett aus Kunststoff mit einem Metallgitter an der Front zum Schutz der Treiber. Ein Schutz gegen Wasser gibt es nach IPX4, Spritzwasser macht der Encore also nichts aus, noch nasser sollte es dann aber nicht werden. Auf der Oberseite verstaut JBL die Steuerung rund um den sehr großen Tragegriff, damit lässt sich die Encore gut rumschleppen, man kann aber auch easy einen Tragegurt anbringen und das Teil dann lässig über die Schulter tragen. Die Musik- und Lichtsteuerung hat optisch scheinbar die Partybox 110 beigesteuert, allerdings fällt hier alles noch etwas kompakter aus. Die Tasten sind beleuchtet und es gibt einen großen Regler für die Lautstärke, in dem sich auch die Play-Pause-Taste befindet. Sowohl optisch als auch von der Bedienung finde ich das wieder mega gelungen. Im hinteren Bereich stehen vier Drehregler bereit und auch wenn euch vermutlich beim Anblick von Bass und Höhen gerade ein Freudegefühl ereilt, muss ich euch leider enttäuschen. Die Regler sind wie auch bei der Partybox on the go nur für das Mikrofon und das schauen wir uns gleich nochmal an. Schwenken wir rum auf die Rückseite und hier geht es gut geschützt unter einer Gummiklappe weiter mit den Anschlüssen. Viel gibt es da aber nicht zu entdecken. Eine Klinke und ein USB-A-Port, das war's schon. Immerhin kann man aber auch einen USB-Stick anschließen und davon direkt Musik in diversen Formaten abspielen. Aufgeladen wird per Stromkabel eine Etage tiefer, auch der Anschluss ist hinter einer Klappe geschützt und das Netzteil dementsprechend direkt verbaut. Mit voller Ladung bekommt man bis zu 10 Stunden Musik aus dem 27 Wattstunden Akku, je nach Musik und Lautstärke immer das gleiche Spielchen, gebt ihr klanglich Vollgas, wird es entsprechend deutlich weniger. Wie auch die anderen neuen Partyboxen, so hat auch die Encore eine Unterstützung der Partybox-App. Sobald eine Kopplung besteht, könnt ihr die Lichtshow ändern, anpassen oder am EQ rumspielen und den Bass auf Maximum pushen. Ich kenne euch doch. Zudem gesellen sich wieder DJ-Sounds, die abgespielt werden können und natürlich eine Update-Möglichkeit der Firmware. Ihr habt vielleicht eben schon die TWS-Taste auf der Rückseite bei den Anschlüssen gesehen. JBL gibt hier die Möglichkeit, eine zweite Encore kabellos zu koppeln und dann im Stereo-Betrieb gemeinsam abzuspielen. Und weil ich weiß, die Frage wird euch brennend interessieren, ja, ihr könnt die Encore auch mit einer 110 oder 310 koppeln. Bei den Treibern musste die Partybox on the go herhalten, die das gleiche Setup verbaut hat. Einen 5,25 Zoll Tieftöner und zwei 1,75 Zoll Hochtöner, angefeuert von 100 Watt RMS Leistung. Der Bass wird so ebenfalls auf 50 Hertz runtergeschickt. Auch von der Partybox OTG hat die Encore die Karaoke-Funktion bekommen. JBL legt auch gleich wieder das passende kabellose Mikro bei, das aber komplett neu gestaltet wurde. Von der Materialwahl und der Wertigkeit ist das kein Vergleich mehr zum alten Mikro. Statt Kunststoff kommt nun Aluminium zum Einsatz und auch die Optik finde ich deutlich schicker. Sobald das Mikro verbunden ist, werden die hinteren Regler an der Encore beleuchtet. Die Farbe ändert sich dabei je nach Einstellung. Neben Karaoke ist das auch für alle Hobby-DJs eine coole Sache. Die Mikrolautstärke bleibt immer gleich wie eingestellt und ihr könnt dann mit dem Handy die Musiklautstärke ändern. Das alte Mikro ist übrigens nicht kompatibel. Und damit haben wir dann auch schon unseren Mitspieler beim ersten Soundcheck. Die Partybox OTG tritt an und wir schauen mal, was JBL hier klanglich aus dem gleichen Setup rausgeholt hat. Die Aufnahme ist binaural 3D, ihr müsst also Kopfhörer nutzen, um das Erlebnis im vollen Umfang zu erleben.
fresh, cause it could die young. It could die young. I wanna live life fast, but die too young. Die too young. Like my car might crash, cause it could die young. It could die young. Push it to the limit. Alright, ab zur Klangbesprechung. Wer hat denn da auf einmal den Bass ausgeschaltet? Der Unterschied im Druck ist ja mal echt krass. Die neue Encore spielt die OTG live sowas von in Grund und Boden. Ich würde hier mal locker vom doppelten bis dreifachen Bassdruck sprechen. Obwohl beide mit 50 Hertz angegeben sind, klingt die Encore viel tiefer im Bass und das über die gesamte Lautstärke. Ebenso auf Maximum ist die Encore deutlich überlegen und haut einiges mehr an Dezibel raus. Die genauen Dezibelwerte findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ja, da sieht die OTG ja echt überhaupt keine Sonne. Beim restlichen Klangbild hört man aber schon etwas Ähnlichkeiten aufgrund des gleichen Treiber-Setups. Wobei auch hier ist die Encore etwas aggressiver und in den Mitten leicht reduziert abgestimmt. Schreibt mir mal in die Kommis, mit wem wir die Encore noch so vergleichen wollen. Mir sticht bei dieser satten Leistung auf jeden Fall die Partybox 110 ins Auge und später noch die Boombox 3, wenn sie denn endlich mal verfügbar ist. Ganz billig ist das kompakte Partyvergnügen mit der Encore wahrlich nicht. 350 Euro UVP ist schon eine Ansage, vor allem wenn man bedenkt, dass die 110 sich ebenfalls in dem Preisbereich bewegt. Die Encore ist aber deutlich kompakter und das trotzdem mit ordentlich Druck. Klar, dass JBL sich das gut bezahlen lässt. Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. 10% Rabatt gehen dabei mit meinem M1M-Code wieder auf meinen Nacken, wenn ihr im JBL-Shop bestellt. Ich hoffe, euch hat das Video genauso viel Spaß gemacht wie mir. In diesem Sinne, ich empfehle mich. Adios. We'll be right back.